Der nächste Bonger ist im Anflug. Während es Bruder Isaac bereits bis in die Basketball-Bundesliga geschafft hat, hat sein kleiner Bruder Joshua noch Großes im Visier. Der 12-Jährige ist eines der deutschen Top-Talente und war am Wochenende beim Finalturnier von Talente mit Perspektive im Olympiastützpunkt Heidelberg mit dabei. Gut, wenn man dafür auch Unterstützung vom großen Bruder erhält. Dein Bruder hat schon für Deutschland gespielt. Hat er dir hier für heute, für das Talente mit Perspektive, noch ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben oder wurde da gar nicht drüber gesprochen? Nee, wir haben einfach, also ich habe dem ein bisschen angeschrieben im Bus, mir war halt langweilig und danach habe ich ihn geschrieben. Und der hat mir viel Glück gewünscht und ich ihn auch für das Spiel gewünscht. Joshua war einer von 96 Spielerinnen und Spielern der Jahrgänge 2003 bzw. 2004, die um einen Platz im ING-DiBa-Perspektivkader 2017 kämpften. Dieser ist eine Vorstufe für künftige Jugendnationalmannschaften und soll die gesichteten Mädchen und Jungen stärker fördern. Mit dem Finalturnier endete zugleich der 10. Durchgang des erfolgreichen DBB-Sichtungsprojekts. DBB-Vizepräsident Stefan Rey zieht eine äußerst positive Bilanz von der ersten Projektdekade. Ja, durchweg positiv. Wir haben die Veranstaltung vor 10 Jahren, jetzt 2008, das erste Mal gehabt. Mit all den Schwierigkeiten in der Startphase und wir haben, glaube ich, aber relativ schnell hier eine Veranstaltung entstehen lassen, die für alle Beteiligten einen sehr, sehr hohen Wert hat und sehr anerkannt ist. Ich glaube, die Erfolge, die wir jetzt auch haben mit unseren Spielern, mit unseren Spielerinnen, sprechen letztendlich für sich. Seit Anfang an steht die ING-DiBa als Partner an der Seite des DBB, was sich zu einer echten Herzensangelegenheit für die Bank entwickelt hat, wie Waltraud Niemann von der ING-DiBa betont. Also ich bin jedes Mal wieder ein bisschen aufgeregt, weil jeder Jahrgang ist irgendwie anders. Also mal hat man so eine Spielerdichte, wo keiner so richtig raussticht. Dann gibt es welche, die wirklich total talentiert sind. Und ich finde es einfach toll, junge Menschen immer wieder zu begleiten und zu gucken, wie ist jeder Jahrgang unterwegs und was entsteht vor allen Dingen aus diesen Initiativen. Der Erfolg zeigt sich auch stark an den ehemaligen Talenten aus diesem Projekt, die nun Basketball-Deutschland aufmischen. Das prominenteste Beispiel ist wohl Paul Zipser, der 2008 bei Talente mit dabei war und derzeit bei den Chicago Bulls durchstartet. Doch auch bei den AST-Siegern des vergangenen Jahres waren gleich 8 Talente-Spieler mit im Kader. Als gelungene Abwechslung erwies sich in der Pause das Demospiel der U23-Nationalmannschaft, der Rollstuhlbasketballer, die im Rahmen des Finalturniers am Sonntag auf Körbejagd gingen. Danach wurde es für die deutschen Nachwuchshoffnungen ernst. Die DBB-Bundestrainer Kai Blümel und Stefan Minak verlasen die Namen der 24 Nominierten. Langes gespanntes Warten und dann war es offiziell, auch Joshua Bonga ergatterte einen der begehrten Plätze im ING-DiBa-Perspektivkader. Damit steht für ihn ein weiteres Highlight an. Auf Einladung der ING-DiBa treffen die Jungen und Mädchen im Rahmen des Basketball-Länderspiels Deutschland gegen Belgien in Erfurt auf die aktuelle Herren-Nationalmannschaft. Und wenn es nach Joshua geht, will auch er dort künftig mitspielen. Jetzt gucken wir mal ein bisschen nach vorne. 2x Bonga irgendwann auf einem deutschen Nationaltrikot. Wäre das noch ein Traum von dir? Ja, auf jeden Fall. Was würdest du da sagen? Meinst du, ist das realistisch? Ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass es realistisch ist, weil wir sind beide Bonga. Das würde sehr gut sein und ja, halt nach einer Bonga, das passt halt.